Hallo wieder, herzlich willkommen bei deinem Ausblick der nächsten 10 bis 14 Tage. Für manche heißt es aber auch über diesen Zeitraum hinaus. Es steht und fällt, wie ihr auf diverse Energien anspringt, okay, Situationen erkennt und auch euch in einer Bewusstseinsfrequenz bewegt, die real ist. Also es geht um eine sehr tiefgründige Geschichte in den kommenden 10 bis 14 Tagen. Wir schauen einfach mal rein. Wir nehmen mal den Rosenquarz, um die Energien ein bisschen zu harmonisieren, okay? Wir starten mit verschiedensten Karten einfach drauf los. Widder, die nächsten 10 bis 14 Tage im Mai. Was ist wichtig zu wissen? Okay? Wow! Für die Widdergeborene, die in einer sehr ausgeglichenen Partnerschaft sind oder eine ausgeglichene Beziehung haben möchten, okay? Eine romantische Ebene wird sich entwickeln. Für die Menschen, die sagen, Alena, weißt du was, also bei mir läuft es nicht ganz rund und ich sehne mich eigentlich nach einem Menschen, der mich versteht, mit dem man auch reisen kann, der auch spirituell wirklich auf Augenhöhe ist. Ich habe das Gefühl, dass ich in der Liebe nicht weiterkomme. Doch. Glaube an das Unmögliche. Das Thema ist einfach nur, es kann vielleicht in den nächsten 10 bis 14 Tagen sein, dass du ein emotionales Ungleichgewicht hast, ja? Dass die Liebe vielleicht für dich vordergründig steht, aber in der Realität nicht vordergründig ist, okay? Die nächsten 14 Tage im Bereich Liebe, Gefühle, alles was mit Herzenergien zu tun hat, dürft ihr euch ein bisschen langsam angucken. Ihr dürft auch zwischen Personen vielleicht wählen. Ihr dürft euch auch vielleicht auf eure eigenen Bedürfnisse konzentrieren. Was weiß ich nicht, stehe ich wirklich auf dunkelhaarige Menschen oder stehe ich mehr auf Blonde? Okay, was ist das, was ich bisher in einer Partnerschaft, in einer Sexualität, in einer Dreieckskiste gesucht habe? Was ist das, was mir bisher gefehlt hat? Was fehlt mir generell? Die nächsten 14 Tage heißt es auf jeden Fall, es ist im Bereich Liebe und Gefühle für viele Wiedergeborene an der Zeit, entweder sich umzugucken nach jemand Neuem, sich umzuorientieren in den Bedürfnissen, ja, oder in den Strukturen, sich umzuorientieren, wenn man das möchte, im Ankommen der Liebesenergie. Nächste Woche bis zu den nächsten 14 Tagen ist es nicht wichtig, dass die Partnerschaft ja auf Hochtouren läuft, sondern es ist wichtig, eine Frequenz zu finden, wo die Gefühle wertvoll sind, wo die Gefühle wichtig sind, wo die Gefühle eine große Rolle spielen werden, aber nicht primär. Okay? Wir schauen einfach mal, was haben wir hier noch in anderen Bereichen vielleicht. Wir schauen einfach mal, was ist hier die Botschaft. Wow, schau mal. Beschütze, was du liebst. Die Zahl 52, die 7, die 2, die 5 und die 25. Ja? Beschütze, was du liebst, weil es kann durchaus sein, dass du eine Arbeit liebst, dass du dein Auto liebst, dass du dein Haustier liebst, ja, dass du das Leben liebst, dass du deine Gewohnheiten liebst. Das, was du liebst, das, was dir gefällt, das, was dich glücklich macht, das, was dich weiterbringt, okay? Egal in welchem Bereich, individuell für jeden unterschiedlich. Beschütze das. Das heißt, lass es nicht zu, dass Fremdenergien, dass toxische Energien, dass negative Gedanken, dass Gerüchte, dass Tiefschläge in den kommenden 10 bis 14 Tagen dein Leben, dein Denken, dein Wohlfühlambiente beeinflussen können, okay? Weil für einige heißt es hier die Zahl 8 auch vor allen Dingen, wenn man als Träumer auf dieser Welt lebt, ist das sehr schön. Wenn man ein Illusionist ist, ist es sehr schön. Aber aus einer Illusion eine Realität zu machen, wird noch schöner sein. Verschaffe dir im Hier und im Jetzt eine Wohlfühlenergie, dass du gezielt und sicher an deine Projekte kommst, dass du gezielt und sicher ein Auftreten hast, was man mit Respekt auch in Verbindung bringt, okay? Dass Träume, Wünsche, Illusionen in die Realität umgesetzt werden, in der Gegenwart, aber auch in der Zukunft. Ein unerfüllter Traum, ein unerfüllter Wunsch kann in Erfüllung gehen. Ein Ziel ist fast erreicht. Eine Situation, die dich vielleicht schon seit längerem beschäftigt, wird sich lösen. Aber hier geht es darum, folge dem Ruf deiner Seele, folge dem Ruf deiner Intuition. Lasse dich nicht aufhalten, nicht von dir, nicht von irgendjemandem, sondern ziehe wirklich ab nach vorne, okay? Die Zahl 2, die Zahl 8 könnten vielleicht auch von Bedeutung sein und die Zahl 10. Guck mal,
Für diese Widder, die sehr mitfühlend sind, für diese Widder, die immer ein gutes Wort haben für jemanden, für diese Widdergeborenen, die sich immer aufopfern, ja, auch wenn sie manchmal stursinnig sind, auch wenn sie manchmal ihre Power-Energie rausholen, Schütze wieder Löwe. Aber für die, die Mitgefühl sind, es ist ein Geschenk, wirklich mitfühlend zu sein. Aber auch hier heißt es, Mitgefühl aus der Herzenergie bedeutet, wertzuschätzen, wer du selber bist, wertzuschätzen, was du real geleistet hast in diesem Leben und wertzuschätzen, dass alles Tiefgründige auch wirklich etwas mit deiner eigenen Person und mit deiner eigenen Aufopferung, mit deiner eigenen Hingabe, mit deinem eigenen Power zu tun hat. Es kommt eine Überraschung auf dich zu, okay, in den nächsten 10 bis 14 Tagen. Es kann durchaus sein, du lernst jemanden Neues auf der Arbeit kennen, ja, du hast auf einmal, weiß ich nicht, etwas Wunderschönes, eine perfekte göttliche Timing-Energie wird am Start sein, aber ich sag dir, treffe keine voreiligen Schlüsse, sondern lass es zu, dass auch hier die Sachen sich entwickeln können oder dass du auf jeden Fall mit einer anderen Energie oder mit einer Klarheit-Energie die Situation angehen kannst, okay? Es geht vor allen Dingen um Geborgenheit in den nächsten 10 bis 14 Tagen. Geborgenheit, dir Momente zu gönnen, Momente zu geben, auch wenn du dafür bezahlen musst, ja, wo du dich geborgen fühlst, wo du dich sicher fühlst, wo du auch die schützende Hand von jemandem spüren kannst, ja, dich einfach fallen lassen kannst. Lasse es zu, dass all der Druck nächste Woche, in den nächsten 10 bis 14 Tagen losgelassen wird, okay? Du wirst sehr viel Zuversicht bekommen oder sehr viel Dinge aus der Zuversichtsenergie fühlen. Die Veränderung heißt, der Fluss des Lebens kommt immer an irgendeine Grenze, an irgendeine Situation, an irgendeinen Moment an, wo man sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und für Widder öffnen sich ganz, ganz viele Türen des Universums im Bereich Freundschaft, im Bereich Liebe, im Bereich Abenteuer, im Bereich neue Beginne auf der Arbeit, die einigen schon begonnen haben, die anderen noch beginnen werden. Okay, aber es entwickelt sich etwas, was man eine Erfolgsenergie nennt, aus der Liebe, aus der Sicherheit, aus der Frequenz heraus des Wohlfühls. Okay, wir schauen eine letzte Botschaft, ja, Freiheit. Genieße die Freiheit, genieße das Abenteuer, genieße die Lebenslust, genieße alles, was zu genießen ist, auch deine temperamentale Energie wieder, genieße es, weil das kann ein großer Erfolg sein in den nächsten 10 bis 14 Tagen. Klar gibt es ein paar Niederschläge, klar gibt es auch ein paar nicht so tolle Momente, klar gibt es auch Sachen, die dich einfach anecken werden. Ja, aber das Wichtige ist, bleibe immer in der Frequenz zu sagen, ich bin bereit, die Dinge anzugehen und ich bin bereit, den Erfolg und alles, was dazugehört, zu erhalten im Hier und im Jetzt. Brauchst du Hilfe? Meine neue Handynummer siehst du hier eingeblendet, okay, auf YouTube. Private Legung, schreib mich an. Für Mai habe ich leider Gottes nur noch 2 Termine frei, aber Notfall-Express-Termine, wenn du wirklich einen Notfall hast, kriegst du von mir am gleichen Tag noch einen Termin, okay? Schreib mich an und ich helfe dir gerne. Von mir aus alles Liebe wieder und wir hören uns. Bye.